Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Stadionvlog von mir. Heute bin ich auf dem ersten Spiel in der Champions League von Bayern und für Leverkusen. Feyenoord Rotterdam gegen Bayern und für Leverkusen. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung hier in Rotterdam sein wird. Ich befinde mich aktuell am Düsseldorfer ZOB. Für mich geht es mit dem Flixbus nach Rotterdam. Ist ja von NRW nicht weit. Ich fahre, glaube ich, 3 Stunden 45. Ich bin sehr gespannt. Erste Spiel in der Champions League, in diesem neuen Champions League-System. Und da zählt, also es ist ja die Tordifferenz, auch nur Bayern München gewann zum ersten Spieltag 9:2. Also die haben direkt ein Statement gesetzt. Die NK12 hat ja aufgerufen, alle Leverkusen-Fans in Schwarz zu kommen. Eine schwarze Strickjacke, eine Weste, Strickjacke. Und mein Leverkusen, deutscher Meister, mit dem Leverkusener Stadtwappen. Ich bin sehr gespannt. Ich warte jetzt auf meinen Flixbus, dann sehen wir uns, wenn ich in Rotterdam angekommen bin. Und angekommen in Rotterdam, Freunde, was ist das bitte für ein sauberer, moderner Hauptbahnhof? Er erinnert mich auch ein bisschen an Frankfurt wegen der Skyline, also hier in den Hochhäusern und so. Aber ich glaube, Rotterdam ist so eine saubere Stadt und ist auch sehr modern. Ich möchte den Weitwinkel crazy. Das hier ist der Hauptbahnhof hier in Rotterdam. Wow, also wirklich wow. Was eine Architektur, das ist unglaublich. Wir haben kurz vor 12. Wir haben auch ungefähr 6,5 Stunden Zeit bis zum Spiel. Hier einfach abends zu chillen, ist voll der Vibe. Die kleinen Gebäude erinnern mich auch ein bisschen an London, als ich in London war, als ich in den ganzen Gassen von London war und so. Was soll das sein? Sieht aus wie ein Hack. Ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall, dass die Stadt noch sehr neu ist. Also es ist eine sehr moderne Stadt, auch eine junge Stadt. Hier jetzt einmal ausrutsche, dann bin ich am Arsch, dann falle ich hier rein. Das ist auch die Brücke. Bei Nacht wird es hier so krass leuchten. Und das ist das Hotel, wo ich mir eigentlich buchen wollte. Das Hotel wollte ich mir erstmal buchen, da hast du voll die geile View auf ganz Rotterdam. Hier ist auch eine kleine Fähre, wo man dann drauf, ich glaube, man zahlt Eintritt von 5 bis 10 Euro, würde ich mal behaupten. Und dann machst du hier eine Bootstour hier in Rotterdam. Wir haben uns hier in eine coole Bar hingesetzt, dann jetzt hier einen Kaffee und so trinken. Und die View ist schon echt krass, also von der Bar, und die Preise in der Bar waren, also gehen voll in Ordnung. Und mein Kakao ist da. Ey Freunde, was ist bitte für ein nicer Kakao? Ich glaube, ich muss ihn selber machen oder so. Deutscher Meister on Tour mit dieser View. Ja, das ist schon krass. Und die Preise sind voll okay, also dafür, dass ihr direkt hier mit so einer krassen View. Da ist ja die Brücke. Ein sehr, sehr nicer Vibe hier. Ja, wie cool. Heute Story wird voll, ja. Story wird halt voll. Soll ich das jetzt testen? Boah, krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Ich gebe dem Kakao eine 9 von 10. Wir saßen in der Bar, ich war mit 2 Zuschauern da, die sind jetzt aufgestanden. Wir haben uns jetzt gesplittet, ich chill hier ein bisschen, filme hier die Stadt und so. Das Kakao war wirklich eine absolute 9 von 10. Ich bin hier bei der Erasmusbrücke. Ich blende euch mal ein Bild an, wie das bei Nacht aussieht hier. Also bei Nacht sieht das wirklich unglaublich aus. Und Bayern 04 hat eben einen Post auf Insta gepostet. Ich glaube, dass die Spieler sich hier in diesem Hotel befinden. Ursprünglich wollte ich auch erstmal in dieses Hotel gehen. Aber da habe ich mich doch mehr entschieden und habe gesagt, dass ich dann heute Nacht wieder direkt nach Leverkusen zurückfahre. Auch ein super Wetter hier heute in Rotterdam, wir haben 24 Grad. Und meine lieben Freunde, es läuft aktuell ein Gewinnspiel auf meinem Instagram. Hier seht ihr mal meinen Instagram-Name, geht gerne drauf. Ihr könnt eine
Heimspielkarte für das erste Heimspiel in der Champions League gewinnen gegen AC Mailand. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist meinen Kanal zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen und unter dem Beitrag drei Freunde zu markieren. Und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ihr habt noch ungefähr, glaube ich, 10 bis 12 Tage Zeit, bis das Gewinnspiel ausläuft. Nimmt gerne teil. Und, meine lieben Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Lasst uns mal versuchen, die 650 Likes auf dem Video zu knacken. Ich versuche, alle Spiele mitzunehmen. Teilt einfach das Video mit euren Freunden und so, damit es mehr Leverkusen-Fans sind oder allgemein mehr Fußball-Fans. Ich bin auch immer sehr neutral, wenn ich halt in einem anderen Stadion bin. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Hier, ich glaube, das ist so ein kleiner Pub. Wir essen hier jetzt bei The Goat. Wir werden hier auf jeden Fall essen. Die haben hier so Burger und so. Ich gehe mal kurz in den Laden rein. Wie es von drin aussieht, wanted chefs to be interested. Boah, der Laden sieht von innen sogar voll cool aus. Hier, die haben Drinks, Cocktails, Burger, Waffel, Fried Chicken, Tenders. Ich habe eben, ich hab den Laden auf TikTok gesehen. Die machen auf jeden Fall gute Smashburger. So, unser Essen ist da, meine lieben Freunde. Krank. Also sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ich gebe euch gleich meine ehrliche Meinung. Guten Appetit, Jungs. Guten Appetit. Boah, sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. So, wir haben gegessen. Der Burger war echt gut. Ich gebe den Burger eine 8 von 10. Preis-Leistung, wir haben jetzt mit dem Krautsalat, Pommes, Trinken und dem Burger haben wir 20 Euro bezahlt. Das ist in Ordnung. Und ja, jetzt chillen wir hier in der Gasse. Das erinnert mich sehr an St. Pauli, an die Sternschanze. Und die Jungs wollen sich hier irgendwas kaufen. Ich gehe mal mit denen. Und dann machen wir uns auch langsam. Ich will auch auf diese Brücke gehen. Ich weiß gar nicht, wie die Brücke hieß. Den Namen vergessen. Dann werden wir nochmal dahin gehen und von da aus werden wir dann langsam Richtung Stadion gehen. Ich will schon zumindest zwei Stunden vorher da sein, weil international, man weiß halt nicht, wie die Kontrollen und so sind. Hier sind überall so kleine Bars. Man kann hier essen und auch so trinken. So alle, so, das sind so ganz kleine Bars. Sieht aber, erinnert mich, wie gesagt, halt sehr an St. Pauli, aber hier immer so so kleine Zelts aufgebaut sind und so. Und hier auf der Erasmusbrücke. Die Erasmusbrücke ist 802 Meter lang und wurde 1996 aufgebaut, also fertig gebaut. Also leider bin ich nicht hier bei Nacht, aber bei Nacht würde hier eine richtig, richtig geile View sein. Hier mit Deutscher Meister und Tour. Wir laufen jetzt von der einen Seite bis zur anderen Seite zur Erasmusbrücke, da wo dieses Hotel ist. Da, wo die Leverkusen-Spieler sind und werden dann von da ein E-Bike packen und dann langsam bis zum Stadion fahren. Guck mal, was wir da gefunden haben auf dem Weg zum Stadion, den Feyenoord Rotterdam-Bus. Und wir haben uns doch entschieden, weil das Wetter wirklich sehr, sehr gut ist, laufen wir zum Stadion. Ist nicht weit, es ist ein 30 Minuten Fußweg. Und deshalb haben wir uns entschieden, kein E-Bike zu packen, sondern mit dem Bus zu fahren, zu Fuß zu gehen. Wo fährt aber der Feyenoord Rotterdam-Bus? Wir sind auch Feyenoord-Fans. Und wir müssen einfach nur die Straße geradeaus und dann kommen wir Richtung Stadion. In 50 Metern weiter auf Lahnabzug. Ich bin gerade in das Video reinscheißen. Und ja, wir sind so kurz vor 17 Uhr am Stadion. Und dann werden wir auch, ist auch optimal, wenn wir dann reingehen, dass wir dann im Block drin sind, auf den Samplätzen 17.20 Uhr. Weiter auf Lahnabzug, dann in 500 Metern weiter auf. Wir gehen gerade Richtung Stadion, der Navi musste reinscheißen. Wir sind so gegen 17 Uhr am Stadion. Bis wir dann in den Block reingehen, auf unsere Plätze sind, so 17.20 Uhr, so eine Stunde vor Spielbeginn sind wir dann im Stadion drin. Das ist dann optimal, dann sollten auch so gegen, ich sag mal so gegen 17.50 Uhr die Torhüter rauskommen und gegen 18 Uhr dann die Spieler. Und um 18.50 Uhr ist der Anstoß. Und hier sind ein paar Sticker, Anti-020, hier von Rotterdam ein paar Sticker. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Stadt so neu ist. Also ich habe hier kein altes Gebäude bis jetzt gesehen. Alles Neubau. Und schön grün, super Wetter. Also was will man mehr Perfektes. Fußballspiel in der Champions League. Geil. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung sein wird. Weil die Holländer, die Rotterdam-Fans sind bekannt für gute Stimmung und auch für Krawalle. Ich hoffe einfach, dass kein Krawall passiert. Ja. Man will einfach nur Spaß haben. Also ich gehe ins Stadion, um einfach nur Spaß zu haben. Aber von mir aus können die zünden. Also Pyro ist immer cool im Stadion. Und auch wenn es eine gute Atmosphäre und die gute Atmosphäre wird es auf jeden Fall heute geben. 51.000 Leute passen, glaube ich, ins Stadion rein. Und angekommen am Feyenoord Stadion. Ich glaube, wir sind nochmal auf der falschen Seite, hier sind nur Heimfans. Ich möchte schnell weg von hier.
die Straße zur Polizei, da fühlt man sich ja sicherer. Ich glaube, wir müssen hier einmal durch und einmal komplett auf die andere Seite und da ist der Gästeblock. Und die letzten Schritte in meinem Block, Block JJ. Ah, ist auf jeden Fall ein Nest. Ja. Das wird meine View sein, wenn ich mal ranzoome. Ah, ich meine, es ist halt Gästeblock. Aber ich glaube, so sehr wird uns das nicht triggern. Das ist unsere View. Meine Freunde, ich gebe kurz meinen Tipp ab. Ich sage, das ist ein knackiges 1-3-Auswärtssieg. Ich sage, Thierry wird ein Tor machen, Wirtz und Boniface. Lukas, was ist dein Tipp, Bro? Also, mein Tipp für heute ist auf jeden Fall 3-1 für Leverkusen. Ja? Zweimal Wirtz und Boniface macht das. Sehr, sehr stark. Und du, deins, Thorsten? Mein Tipp ist 2-0 Leverkusen. Ja? Grimaldo und Boni machen die Tore. Gleich stark, Jungs. Auf die 3 Punkte. Auf die 3 Punkte, Jungs. Crazy, meine lieben Freunde. Crazy. Also, es ist erst jetzt ein Tor rausgekommen, schon richtig schlau. Also, das wird auf jeden Fall ein absolutes Hexenfest. Wir müssen sehr gut mithalten. Also, das muss wirklich jeder am Block mitmachen. Das wird wirklich sehr, sehr schwer. Das wird auch so sehr, sehr schwer, weil wir müssen hier gegen 60.000 Fans ankommen. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Hexenfest. Unsere Spieler raus. Jetzt kommt die Mannschaft Bayern und die Leverkusen. Und der Block hat sich sehr, sehr gut gefüllt. Hier seht ihr einmal unsere Ausstellung. Lukas Radetzky, linker IV, Inkapje in der Mitte, Tah, Tabsoba, rechter Außenverteidiger, Frimpong in der Mitte, Chandra mit Andrich, linker Außenverteidiger, Alejandro Grimaldo, Wilz und Thierry auf der 10 und Boniface im Sturm. Gute Ausstellung. Schon mal von Feyenoord. Leverkusen hat Interesse an Jiménez, habe ich gehört, Timber ist stark. Den Rest kenne ich nicht. Also ich kenne nur Jiménez und Timber. Aber auch eine gute Partie und ich hoffe, dass wir die ersten 3 Punkte in diesem neuen Champions-System holen. Und die Spieler sind schon rausgekommen. Ich habe nicht mitbekommen, weil es so laut ist. Und eine Choreo von den... Und die Champions-Hymne. Ich habe es vermisst. Champions-Hymne. 2 Jahre lang habe ich sie nicht gehört. Aber man hört die doch. Was ist das für eine Kulisse hier? Freunde, was ist das für eine Stimmung? Und jetzt kommen die Spieler in die Kurve. Der Block hat sich sehr, sehr gut gefüllt. Und es wird eine sehr, sehr schwierige Partie. Leo und Sport von der ersten Seite. Ich weiß überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ihr auf dem Sport hört. Es wird so ein Hexenkessel. Es wird so ein Hexenkessel. Riesig Stimmung, wenn man mal das Spiel in Rom vor 2 Jahren zog. Also was in Rom vor 2 Jahren erlebt hat, soll ich schon mal noch nie irgendwo mitbekommen. Ich glaube, heute in Rotterdam, das ist schon mal gucken. Geistes, damit ich umlaufe. Und Rotterdam mit dem Anschluss hier in der Champions League. Auftrag für unseren Bayer in diesem neuen Champions League System. Ja! Ja! Ja!
Das ist so schön,
Hamburg! Er wird auf
Samstag. Und jetzt gesagt, wer macht den Pro aus? Thank you.
Bayer Leverkusen auswärts in Rotterdam mit 0:4. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf das Video ein Like lassen würdet. Und in dem Sinne würde ich sagen, tschüss.